Hallo und herzlich willkommen zu Ingos Treasure Hunt. Heute ist die 41. Folge und wir haben den 12. März 2022. Ja, hallo, es sind ja schon einige Leute da. Hallo Michael. Hallo Rock'n'Rolli 666. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's heute ein bisschen besser. Und zwar habe ich ein kleines Geheimrezept. Und zwar, ich mache hier immer so kleine Tontests vor der Sendung, damit ich weiß, dass der Ton auch funktioniert. Und da habe ich mir mal gerade die Musik von Wizball von Martin Galway aufgelegt. Und das ist so eine positive Musik. Also die macht einem also so eine Laune. Das ist Wahnsinn, was der damals gezaubert hat. Ja, hallo Miri, du bist auch da. Oh je, dann wird es gerade gleich doppeldeutig, das garantiere ich schon. Ja, hallo auch Stefan. Ja, es sind ja fast alle schon versammelt, das ist ja echt toll. Und hallo Florian. So, dann hoffe ich, es geht euch gut. Und dann würde ich vorschlagen, lasst uns doch mal mit einem Lowlight vom VC20 anfangen. Nee, Lowlight, das hört sich zu doof an. Wir hatten immerhin beim letzten Mal Redman und das war ja ein Spiel von Jeff Minter und das fand ich wirklich durchaus spannend. So, jetzt haben wir Red Trap von 1980 von Melbourne House. Tja, manchmal ist es echt schwer festzustellen, von wann die Spiele sind, weil die Jahreszahlen einfach nicht hinterlegt sind. Was ist das? Oh, ich bin tot, ich habe gar nichts gemacht. Jo. Okay. Also, warte mal. Was muss ich denn machen? Oh nee, das ist wieder ein Spiel mit Tastatur. Ach, mit A. Das ist Pac-Man für komische Leute. Nee, also ich mache jetzt irgendwie nichts. Ach, die Steuerung. Oh je. Und ihr seht mal, ein Leben hat man nur. Das ist echt heftig. Ich würde vorschlagen, nächstes Spiel. Das Spiel ist, naja. Ja, ein Ingwerabend. Ich glaube, ich werde auch gleich mal einen Ingwer reinpfeifen, weil das bringt euch was Laune. So, jetzt kommen wir zu einem finnischen Titel von Rata Ajo von Professori. So, wartet mal. Ich zeige euch mal mein Säckchen. Guck hier und dann. So, aber das sieht nicht mehr gesund aus mittlerweile, das muss man sagen hier. Schaut euch mal das an, also. Das sieht echt. Naja. So, ja, Leute, das ist irgendwie ein Spiel, ein finnisches Spiel und mein Finnisch ist jetzt nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ja, Moment, kann ich da was machen? Ein Autorennspiel. Ja, okay, nächstes Spiel, also das ist wirklich, das sind Titel, naja, jetzt kommen wir zu Rattenwänger. Ach, nee, Rattenfanger? Komisch. Ingwer Pepsi. Ach, hallo Inso. Ja, ein bisschen Schimmel hat auch noch keinem geschadet. Was ist das denn jetzt hier? Oh Mann, das fängt ja heute schon wieder echt doof an. Was für doofe Spiele heute. Moment, nächstes Spiel. Also ich möchte wieder mal was Richtiges spielen. Reactoid. Von Bruce Craig. Von 85. Das ist schon... Was ist das denn? Oh, nee, oder? Es wird die Reaktionszeit gemessen, wie schnell man eine F-Taste drücken kann. Was soll das denn? Was ist... Ah, oder Moment, oder muss man alle drücken? F1? Was? When I say so, press F1, Space. Cool, da kann man ja auch dann den Lag messen vom Mister. Ich probiere es nochmal.
Oh Mann, ist das. Oder warte mal, Space kann ich auch drücken. 337 Millisekunden. Warte mal, das schaffen wir noch schneller. Ah, nein, das war jetzt eine Zuckung. Moment. Nein, das war jetzt geschlafen. Nochmal. Ah, 347 Millisekunden. Ich komme nicht drunter. Warte nochmal. Moment. 322 Millisekunden. Warte mal. Was ist denn die beste Zeit? Das ist von mir. Ich mach nochmal. Warte. Nee, nochmal. Warte mal. Aber das Spiel ist motivierend, muss ich sagen. Ach, jetzt habe ich geschlafen. Warte mal, ich muss mal ganz schnell jetzt hier. Warte mal, ich muss mal ganz schnell schlagen hier. Sekunde. Nein. Nochmal. Ach. Nochmal. Nein. Oh. Nee, ich muss unten. Warte mal, ich muss hier unten sein. Ja, 304 Millisekunden. Warte mal, ich will die 300 schaffen. Ja, ich hab's geschafft. 299 Millisekunden. Naja. Ja, cool. Finde ich ein tolles Spiel. vielleicht liegt es auch am Ingwer. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ein Mister willst du auch holen? Aus China? Nee, also aus China gibt es doch keine Mister. Weil das Board, also das Nano DE 10 Board, ist ein Board von Intel. Oder wie heißt die? Habe ich jetzt den Namen gerade vergessen? Also auf jeden Fall von Intel stammt das Board. Und das kann man, wo kann man das denn kaufen? Es gibt einige Shops, die bieten das an. Kostet, glaube ich, 160 Euro das Board. Und dann gibt es ja noch verschiedene Module, die man hinzufügen kann. Zum Beispiel so ein I.O.-Board. Ja, oder halt, was auch Sinn macht, halt ein USB-Hub. Aber wenn das alles ein bisschen zu frickelig ist, der kann auch einfach hingehen und einen fertigen Mister kaufen. Den gibt es ja hierzulande von so einem deutschen Händler, FPGA, MrFPGA.de oder irgendwie sowas. Oder vom Antonio Villena in Spanien, der ist auch zu empfehlen. Aber der ist mittlerweile sehr, sehr teuer. Also, die kosten ja teilweise auch schon 400 Euro. Das ist ja Wahnsinn, was die mittlerweile kosten. So. Aber dumm. Ich muss was trinken. Oh, jetzt habe ich Ingwer-Sprudel. So, machen wir mal das nächste Spiel. Also. Also ich hatte zumindest mit diesem, Moment, mit diesem Reaktoid habe ich Spaß. Auch wenn das natürlich ein total, das ist ja echt kein Spiel. Und da, Blue? Hä? Ach, das ist irgendwie vier gewinnt. Okay, ich mach weiter, das ist. Also heute sind ja wirklich die nur schlechte Spiele bis jetzt. Red Alert. So, ja, ich habe ja meinen FPGA vom Antonio und der ist aber halt nicht nach dem, also der ist ein bisschen abgewandelt, modifiziert vom Layout, weil der hat nämlich die Zusatzplatinen halt auch ein bisschen optimiert, dass die halt auch kleiner sind. Dadurch ist er halt kompakter, aber es ist im Prinzip Geschmackssache. Also im Detail haben die ein paar Vorteile. Also es gibt ein paar Vorzüge bei den Antonio Vienna FPGAs.
Aber ich glaube, ich würde mir, wenn ich jetzt einen neuen kaufen würde, wahrscheinlich den auch in Deutschland direkt bestellen. Weil das ist halt auch ein bisschen schwer, wenn man dann halt irgendwie auch einen Gewährleistungsfall hat nach Spanien. Und deswegen würde ich den wahrscheinlich jetzt auch in Deutschland ordern. So, was ist denn, was mache ich denn hier eigentlich überhaupt? How much water? Oh, Leute, was sind das heute, was sind das für komische Spiele heute? Ja, okay, weiter. Das ist also, das sind, glaube ich, solche, ich programmiere, oder die ersten Programmierversuche von irgendwelchen Leuten. Aber hier ist noch ein Red Alert von einem anderen Programmierer und interessanterweise im gleichen Jahr wurde das gemacht. Oh. Kann man nicht mit dem Joystick spielen, schade. Boah, sieht das schlecht aus. Wir hatten beim letzten Mal ja auch so einen Sidescroller und der war richtig gut. Also das war echt ein gutes Teil. Und das ist ja jetzt hier wirklich, nee, weiter. Also was ist heute los? Red Balloons von Argus Press. So. Ja, man muss irgendwelche... Oh, Joystick. Ja, endlich mal. Das ist sympathisch. Okay, was ist das denn jetzt? Oh Mann. Ja, man muss einfach nur Ballons zerkloppen. Was soll das denn? Und vor allem grafisch ist das jetzt auch überhaupt eigentlich nicht existent. Was? Ja, also man muss... Was ist denn heute los? Nächstes Spiel, also... Rebel von Lee Darren. Oder Darren Lee. Oh je. Oh, das ist ein schlechter Space Invaders-Klon. Wobei, das sieht irgendwie groß aus. Obwohl, so schlecht ist er gar nicht. Also steuern tut er sich gut. Es sieht nur alles ein bisschen groß aus, gefühlt. Also spielen tut sich's eigentlich okay. Oh, jetzt kommt sogar noch ein Raumschiff. Oh, man kann auch die Schüsse abschießen. Ich mach mal Dauerfeuer an. Nee, geht gar nicht. Schade. Aber irgendwas stört mich ja dran. Wahrscheinlich sind die Sprites so groß. Beziehungsweise sind ja keine Sprites. Also zumindest keine Hardware-Sprites. Weil das konnte der VC20 nicht. Ich würde jetzt gerne mal zum Vergleich die VCS-Version mal von Space Invaders spielen. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber die spielt sich irgendwie ein bisschen anders wie das Standard Space Invaders. Ich weiß aber nicht, was mich da jetzt irgendwie stört. Vielleicht ist es langsamer, das kann sein. Oh, was aber auch nicht schlecht ist. Oh Mann, der... Das ist jetzt echt schwer. Nein, wie soll ich das jetzt schaffen? Oh, das ist aber echt fies, wenn die so nah sind. Naja, gut, also ein Space Invaders-Klon... Kann man, ja, kann man spielen. Ist okay, aber... So, was gibt's denn hier alles im Chat? Hier über Mister wird diskutiert. Ja, Mister ist auf jeden Fall ein Kauf wert. Das ist also ohne meinen Mister
würde ich wahrscheinlich viele Dinge gar nicht machen, weil das Schöne ist ja, es geht alles so einfach. Es ist halt wie, also ich fühle mich hier wie auf einer Konsole, weil die einzelnen Cores gehen so einfach und halt auch so perfekt. Ja, also da ist keine Verzögerung drin und man fühlt sich wirklich wie auf dem alten Rechner. Und es gibt ja mittlerweile so viele Cores, das ist ja Wahnsinn, auch jetzt hier PlayStation 1 Core. Wobei ich den aus Zeitgründen, oh Mann, der irgendwann macht sich bemerkbar, gerade so ein schönes brennendes Stück im Hals bekommen. Weil das Ding ist immer noch in meinem Mund, weil, ja, wie ihr wisst, so Ingwer ist ja halt ziemlich faserig und das löst sich halt im Mund nicht so einfach auf und es hält ziemlich lange, aber es hält die Nase frei. So. Ja. Ja, Florian, man hat damals so Spiele geschrieben, habe ich auch gemacht, auch so ganz einfache Spiele, so Frage-Antwort-Spiele oder, rate eine Zahl zwischen 1 und 10 und dann hat man eine Zahl eingegeben und dann, nee, höher oder niedriger und dann, wie viele Versuche man gebraucht hat, um die Zahl zu raten, da erinnere ich mich auch noch dran. Oder, ich habe auch damals so kleine Demos geschrieben. Und mir in Zeitschriften aktiv nach Tauschpartnern gesucht. Und mit dem habe ich dann solche eigene Demos und Spiele getauscht. Das fing damals halt so an. Und auch ohne kommerzielle Absicht. Das Spiel hier ist übrigens kaputt, sehe ich gerade, weil das ist ein Multipart. Und ich habe, da fehlt der zweite Teil. So, jetzt kommen wir aber zu einem Spiel, was 16 Kilobyte Speicher braucht. Und das ist VC20-Verhältnisse riesig. Das ist der Wahnsinn. Moment, ich muss nochmal Reset machen. So. So, dann sind wir nochmal gespannt, ob das ein Adventure ist oder irgendwas. So. So, es wird eine Mondbasis erstellt. Und bitte, bitte, bitte mit Joystick. Ich hasse Tastatursteuerung. Das ist etwas, ich glaube, das ist dann auf dem VC20 auch ausgestorben. Beziehungsweise auf den nachfolgenden Generationen. So, was ist das jetzt? Nee, oder? Also Joystick geht nicht. Hä? Was ist das? Was ist das? Was mache ich hier? Oder was steuere ich da? Also das Männchen hat sich gedreht. Aber was ist das für... Das braucht doch keine 16 Kilobyte Speicher, das Spiel. Ich bin gerade etwas schockiert. Ja, was muss man denn hier machen? Also, ich habe null Ahnung. Stefan, das Spiel, kennst du das Spiel oder bezog sich das auf den Ingwer mit den Haaren? Ah, nee. Ich habe gerade gelesen, die Haare auf dem Ingwer. Nee, Ach, auf die Haare. Ja, Leute, konzentriert euch mal auf das Spiel hier. Ich muss wissen, was das Spiel macht. Ah, Moment. Was passiert jetzt? Ich habe mich gerade geteilt. Au. Jetzt zerbratze ich. Ich habe gewonnen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe gewonnen. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Oh Mann, aber das ist, Was ist denn jetzt die Komplexität des Spiels, dass man so viel Speicher braucht? Das muss mir jemand mal erklären.
Und das Interessante ist jetzt, die Taste, die ich drücke, die wird da angezeigt. Jetzt habe ich mich gedreht. Jetzt. Okay, Leute, ich weiß es nicht. Ich mache nicht das Spiel. Weil, also das habe ich jetzt nicht gerafft, was das für, was der Sinn war. Vor allem, das war für mich jetzt das schlechteste Spiel mit 16 Kilobyte, was ich je hatte. Auch von der Grafik her. Also das ist jetzt wirklich... Jetzt habe ich gerade gelesen, Rescue of Bordell. Nee, Rescue of Blondel. Blondel. Okay. Moment, hier ist ein Problem mit dem Spiel, weil es braucht scheinbar mehr Speicher. Weil... So. Nee, das reicht auch nicht. Irgendwas ist ja kaputt. Mit 16 Kilobyte? Nee. Dann die letzte Möglichkeit. Ich probiere mal den originalen Commodore-Kernel. So, weil mit Jiffy DOS gibt es manchmal ein bisschen Probleme. Ja, tatsächlich. Mit dem originalen Kernel geht's. Number of Birds, 1. So. Ach, ich kann mit Joystick spielen. Juhu! Endlich. Okay. Ich habe einen fliegenden Teppich und ich muss ein Bird abschießen. Ein Vogel. Und ich kann mich jetzt irgendwie hier... Boah, der Vogel ist schnell. Ist ein Vogel wirklich so schnell im Gegensatz zum fliegenden Teppich? Hm. Aber was ist denn jetzt der Sinn des Spiels? Einfach nur entlang zu düsen und Vögel abzuschießen, die irgendwie so gelb zerbratzen? Oh, ich hab'n. Was ist das denn? Ich hab'n. Irgendwas gefunden. Hm. Naja, ist egal. Das Spiel war jetzt besser als was ich heute bis jetzt getestet habe, aber immer noch nicht so das Wahre. Return to Fort Knox von Antonio Porcino oder Porcino mit 8 Kilobyte Speicherweite. Und da bin ich mal gespannt. So. Weil das waren meistens immer die bisschen besseren Spiele. So, Joystick, yay. Okay. Okay, also grafisch mäßig ist jetzt nicht ganz so doll, aber schaut euch mal das Männchen an. Was ist das, ein Männchen? Oder? Ah, das haben wir schon mal gehabt. Man muss ja irgendwie Goldbarren klauen und die dann zur Bank bringen. Okay, und die Ratten sind doof. Also die bewegen sich nicht in deine Richtung, aber trotzdem ist es verdammt schwer. Ratte, geh weg. Nein, du blöde Ratte doch. Oh. Okay, das ist jetzt nicht ganz einfach. Also es spielt sich gut. Und die versuchen zumindest dir nicht zu folgen. Das ist schon mal okay, weil alles andere wäre auch dann unspielbar schwer gewesen. Nein, geh weg, du Ratte. Ja, ich habe einen Goldbarren entsorgt. So, ja, gut, aber ich muss zugeben, das Spielkonzept, das ist halt auch schon durchgelutscht. Also von diesem Spiel. Von dieser Variante ist es, also von diesem Spielgenre ist es sicherlich ein guter Titel, aber das ist jetzt auch nicht mein Fall so. Das ist auch, ja, eine gute Umsetzung, aber jetzt kein Highlight. Oh Mann, was ist heute los? Wird es heute keine Highlights geben? Ich hatte noch nie eine Sendung ohne Highlights. So. Wobei, die Highlights seid ihr. Ist das nicht schön? Naja, hallo Achimon. Hallo Palmiga. So.
So, schon wieder Skill-Level. Also es stört mich auch immer, dass ich mein Skill-Level machen muss, sagen muss. Was ist das denn jetzt hier? Defender? Was bin ich? Ich bin ein Fadenkreuz. Nee. Also ich bin hier das blinkende Fadenkreuz, was hässlich ist. Und ich bin tot. Ich glaube, ich muss das UFO abschießen. Ja. Was war jetzt? Level geschafft. Baut ihr jetzt jedes Mal auf? Das ist ja nervig. Ja, na gut, das ist jetzt... Oh. Ja. Ein guter Ansatz, aber auch nicht so das Wahre. Rino. Okay, es gibt ein Maze. Also ein Labyrinth. Und ich bin ein Punkt. Ja, und der Punkt, der... Nee, ich habe keine Lust auf Punkte. Oh, also was ist denn heute los? Der VC20, Gott hat sich gegen mich verschworen. Richthofens Revenge. Ja, okay, ein Ballerspiel. Man kann jetzt ein bisschen beschleunigen, aber... Also die Grafik ist so mies. Ja, okay, nächstes Spiel. Also ich glaube, heute kommen wir mit der ganzen Kollektion durch von Tosek. Rifle Range von Titan. Oh je, das sieht schon wieder... So. Was muss ich denn machen hier? Ja, Inge, ich habe mich vertippt. Also das war jetzt, ich habe mit der rechten Hand getippt und das ging dann halt irgendwie ein bisschen schnell. Und es war mir auch egal. Was muss ich denn machen hier? Ich habe keine Ahnung. Was? Oh nee, das ist mir jetzt auch zu abstrakt. Nächstes Spiel. Also. Realtest. Scheinbar ein holländisches Spiel. Ich habe keine Ahnung, 10. Das ist irgendwie. Ja, man muss also so ein Rennspiel oder mit der Kugel muss man da runterrollen. Aber da muss ich jetzt die Tastatur dann auch finden und nee, das ist auch nichts. River Rescue, das sagt mir doch was. Mit 8 Kilobyte Speicherweiterung. Das hört sich doch, also da klingelt bei mir was in den Ohren. Kann auch ein Tinnitus sein. Nee, ich glaube, das ist doch das River Rescue, das berühmte, oder? Ja, oh, warte mal. Das war jetzt ein bisschen... wie starte ich? Hä? Wie starte ich denn? Oder muss ich einfach geduldig? Ich muss geduldig sein. So. Ich glaube, das Spiel gab es auch für andere Plattformen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es das Original ist. Weil auf dem VC20 gab es halt auch sehr viele Spiele. Die haben einfach nur einen Titel von einem Vorbild genommen, aus der Spielhalle oder etc. Und haben das einfach dann nachprogrammiert. Es gab ja auch dann zum Beispiel von Donkey Kong und Pac-Man wirklich
hunderte verschiedene Versionen, die teilweise dann auch den Namen vom Automaten genommen haben. Boah, ist das schwer. Oh, die Farbe hat sich geändert. Oder ist mein Bildschirm kaputt? Nee, die... Also... Ich glaube, das Spiel... ist ein Klassiker. Ich bräuchte den Arne. Der Arne weiß sowas. Oder Miri, weißt du, ob das jetzt hier auf dem C64 auch so war? Oh, ich kann hier anlegen. Ja, aber ein Highlight finde ich das jetzt nicht wirklich, weil das macht irgendwie nicht, es macht keinen Spaß. Ja, hallo, Phil. Ach, also, danke. Ist es das, das River Rescue vom C64? Dann schreibe ich mir das mal gerade auf. Also, vom gleichen Programmierteam. Moment, oder? Muss mal gerade gucken. Von Thorn Emi. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ist, aber für 82, also das, ich kann mir vorstellen, dass es das schon das Original ist. Weil, das ist ja jetzt kein... War das ein Automat? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man schon 82 irgendwie nachprogrammiert hat. Oh, du hast Lag. Vielleicht solltest du auch mal Ingwer essen, dann wird dein Lag geringer. Ja. Ja, Achimon, ja, das kann sein. Also, es ist ein früher Titel, ich muss auch sagen, der macht vom Spielspaß macht das keinen Spaß. Also das ist jetzt auch, aber das ist halt wahrscheinlich auch eins der früheren C64-Spiele. Und die waren ja am Anfang wahrscheinlich auch so mies gemacht, die ersten C64-Spiele, weil das waren dann auch teilweise Umsetzungen vom VC20 oder auch sogar vom Atari VCS. Und da gab es ja auch dann so ganz schwarze Schafe bei den Spielen. So, Road Driver. Oh, wieder den Schwierigkeiten. Oh, jetzt habe ich 9 gemacht aus Versehen. Mist. Hallo, Sebastian. Moment. Park Patrol. Das kenne ich jetzt nicht. Moment, ich muss mal gerade... Oh, ich habe gerade noch so ein Ingwer-Haarstückchen im Mund. Ja, aber da muss man wieder mit Tastatur steuern. Das hat irgendwie einen 3D-Eindruck. Ist aber kein 3D. Ah, ne, warte mal. Press Fire to play. Ich kann mit Feuerknopf spielen. Mit Joystick. Vielleicht spielen. Ja. Ah. Jetzt warte mal. Ich muss einfach nur... Das würde ich gerne jetzt mal mit so einer rot-grünen Brille spielen. Oh, aber die Steuerung ist ziemlich übel. Die ist ziemlich träge. Und das ist echt nicht gut gemacht hier. Da hatten wir schon bessere Steuerung, aber ich finde es zumindest von der Grafik her bunt. Ja, also es sind schöne Farben. Man muss ja jetzt mal etwas loben. Hat der Oliver, also der Vito, nicht mal gesagt, dass der VC20 schöne Farben hat? Also eine schöne Farbpalette. Ja, was mache ich jetzt? Es ist der Vorgänger von Marble Madness. Also, ja, ich schlafe hier
im Steuern ein. Also es ist ja keine... Gut, man kann ja auch den Schwierigkeitsgrad wählen, aber ich finde es halt irgendwie... Road Racer, hatten wir das nicht schon mal? Moment. So. Ja, wieder so ein Rennspiel. Au, aber von unten. Au. Was muss ich die Männchen mitnehmen? Ach, ich bin jetzt gegen eine Pfütze gefahren. Und explodiert. Also man darf nicht durch Pfützen fahren. Schaut mal hier. Nee, man explodiert sofort, wenn man durch eine Pfütze fährt. Man muss halt die Zahlen aufnehmen oder... Ja, nur die Zahlen. Ja, es ist... ein einfaches Spiel, aber es ist spielbar. Die Steuerung ist einigermaßen direkt. Und... ja... kann man auch die Person irgendwie mitnehmen? Nee, dann explodiert man auch. Ja gut, ja, das ist, nee, es ist nicht gut. Road Rally von Commodore, und zwar eines der seltenen Spiele, die eine 3 KB Speicherweiterung benötigen. Also, das ist ja echt, was ganz komisch gewesen, wobei man hatte dann ungefähr doppelt so viel Speicher auf dem VC20. Also ich hatte persönlich ja nur eine 8 KB Speicherweiterung und konnte damit auch nur Spiele spielen, die von 8 KB Speicherweiterung programmiert wurden. So. Jetzt kann man sich die Spurbreite einstellen. Oh nein, was ist das denn? Ja, aber schaut mal, wie First-Party-Titel damals von Commodore aussahen. Das sind halt teilweise auch wirklich Basic-Spiele. Das ist, und ich weiß auch nicht, wie man die steuert. Also nicht mit Joystick, aber ich muss ja nicht, guck mal hier, ich kann einfach durchfahren, passiert nichts. Ja gut, jetzt bin ich gestorben. Aber, das ist halt eine Qualität von Commodore damals. Das war echt mies. Road Toad von Comdata. Und ja, das ist halt. Das ist halt diese. Die Anfangszeit. Und. Okay, das ist ein Frogger. Ein Frogger, aber. Ziemlich großes. Oder viel los. Achso, ich darf nicht auf die roten Balken fahren. Was darf ich denn überhaupt fahren? Hä? Achso, nee, ich muss auf die. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Ich darf nicht. Ich dachte, ich muss auf die. Ich dachte, es ist ein Fluss. Aber das ist eine Straße und ich kann. Ich muss zwischen den Balken durchfahren. Laufen, hüpfen. Oder was auch Frösche tun. Oh nein, ich bin jetzt gegen den Frosch. Gegen den. Und da sind Schlangen. Jetzt muss ich auf die. Da kann ich jetzt. Ah, nee, hä? Also ich muss jetzt auf die. Also hinten ist ein Fluss. Also man hätte es ein bisschen besser visuell darstellen können. Oder dazu schreiben, dass es ein Fluss ist. Dass man jetzt auf die grünen Dinger. Nee, da. Oder man darf nur auf die grünen hüpfen. Oder ich werde jetzt mal über die da hinten über die über das Weiße gehen. Vielleicht geht das. Ich meine, so schwer ist das Spielprinzip eigentlich nicht, aber man muss natürlich erstmal. Nee, man kann nicht in das Weiße rein. Och, Leute. Hier kann ich drauf. So, aber wo muss ich denn da hinten jetzt? Ich kann nicht auf. Ah, nee, ich muss. Hier hinten ist Wasser. Jetzt kann ich auf die Balken. So, aber. Ich muss nochmal zurück. Ich muss auf den großen Balken. Nein, ich bin ans Wasser gehüpft. Warte mal. Das will ich doch einmal wenigstens schaffen jetzt hier. So, jetzt aber.
Wo bin ich denn jetzt oh nein. Ach Mann, ich bin doch ein Frosch, warum kann ich nicht ins Wasser hüpfen? Also das Spiel hat echt eine komische Story. Man darf nicht auf die Weißen. Oh, bitte, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, jetzt bin ich im... Ja, jetzt bin ich eingebuchtet. Ja, und jetzt ein neuer Frosch. Okay, man muss wahrscheinlich alle voll kriegen. Ja, okay. Aber, ist okay. Kann man gut spielen. Macht auch Spaß. Das ist Road Toad. Road. So, von Comdata. So. Ja, ist ordentlich. Also für 82 finde ich das ein ordentlicher Frogger-Klon, der auch gut spielbar ist. Dann kommen wir jetzt zu Roder. So, just a moment, please. Ich muss das Spiel downloaden. So, ich spiele eine Kröte und keinen Frosch. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Kröte und einem Frosch? Ja, gut, ich sehe gerade Achimon F1 und F7. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen. Ich war da jetzt abgelehnt, habe ich jetzt irgendwie. Ich glaube, das bezog sich auf das letzte oder vorletzte Spiel. Sorry, habe ich verpasst. Hallo, Hex. So, Ingwerkröten können nicht ins Wasser. Ja, klar, die haben irgendwie. Nee, Moment, Kröten können aber auch schwimmen, oder nicht? Ja, ist auch egal. So, C und M. Auch wieder so ein. Also, interessanterweise bin ich auf dieses Genre nie gestoßen in meiner aktiven VC20-Zeit. Aber das ist, das macht auch keinen Spaß. Vor allem, ja, schaut mal hier, warte mal, ich muss euch was zeigen. Ich habe eine Handgrube, also die, wenn man die Tastatur drückt, dann wird es in den Puffer geladen und dann irgendwo mal abgespult. Also es ist so, die Steuerung, das ist Katastrophe. Und was ist das jetzt hier? Oh nee, Leute, ich mach das nächste Spiel. Das sieht blöd aus und ich weiß auch nicht, wie die Steuerung geht. Auch von 82, ein alter Titel. Jetzt Robin of habe ich jetzt nicht ganz gelesen. Robin at Ravenwreck. Aus der Computer mit, ein Listing zum Abtippen. Ein Multipart. Und das ist sogar das ist komplett. Und es braucht eine 8 Kilobyte Speicherweiterung. Also das war damals echt selten. Ein Listing mit 8 Kilobyte Speicherweiterung. Moment. Achso, man muss direkt das nächste Pfeil laden. Moment. So, und jetzt beten. Noch stärker beten. Richtig stark beten und hat gewirkt. Haha. Hallo Oliver. So, Robin at Ravenwreck. Nee, brauchen wir keine Instructions. So, das Spiel wird laden. Und schauen wir mal. So, wie gesagt, das ist ein Listing gewesen, was man abtippen konnte aus der Zeitschrift Computer mit. So. Von Hazelnut Software. Hört ihr die Musik? Aber immerhin, es war der Versuch, eine etwas komplexere Melodie abzubilden. Sogar mit mehreren Kanälen.
Ist jetzt nicht ganz gut geglückt, aber es klingt schon mal deutlich besser als der meiste Standardkram auf dem VC20. So, was ist das denn jetzt? Ein Plattformer. Man muss irgendwelche Sachen einsammeln. So Männchen und dann hier einsammeln. Ach, und dann ist eine Falle. Das ist ja ein bisschen sowas wie Prince of Persia. Aber ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Nee, nochmal. Also man muss also dann die Dinger in der rechtzeitig einsammeln. Und man muss durch Türchen gehen. Und dann, warte mal, und irgendwie wird man dann... Das ist etwas verwirrend, weil die Türchen sind miteinander verbunden. Und hier rein. Super, geschafftes Level. So, nächstes Level. Ja, hallo, Flopsoft V2PKT0. Komplizierter Name. So, ach, jetzt habe ich geschlafen, weil das Ganze ist ja zeitbasiert und ich muss halt so schnell wie möglich hier diese Schatztruhen einsammeln. Und was halt echt etwas verwirrend ist, weil wenn man jetzt in dem einen Tor reingeht, kommt man irgendwo anders raus und man kann auch nicht wieder zurück. Das ist aber eine Spielmechanik, die finde ich jetzt echt nicht unbedingt schlecht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kann sich das auch aneignen. Das ist also kein Problem. So, schaut mal. Oh, Mist, ich habe den Ding verpasst. Oh, warte. Ah, man muss den von der Seite holen, die Truhe. So, jetzt muss ich runter. Wie komme ich denn runter? Ach, da. Oh, nein, 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 nein. Ich habe mich verlaufen. Ich muss nach links. Da runter. Ja. Ach, nein. Und jetzt muss ich hier. Ich war kurz vor dem Loch da hinten. Und dann hätte ich zum Exit gekonnt. Aber ne, ich muss es muss nochmal spielen, weil das Spiel finde ich gar nicht mal so verkehrt. Es ist, vor allem, ich bin ja nicht so der Plattformer-Fan, aber ich kenne jetzt kein Spiel, was so ähnlich ist. Also wo man halt in einer bestimmten Zeit in so einem Labyrinth so Truhen einsammeln muss und wo dann halt diese Tore merkwürdig miteinander verbunden sind. Aber es macht Spaß. So. Ist aber irgendwie schon verdächtig. Der Oliver kommt rein, die Spiele werden gut. So, geschafft. Nö, es ist jetzt, also grafisch ist es jetzt halt, gab es mit sich jetzt schon Besseres, aber es ist sehr gut steuerbar. Die Steuerung ist direkt, also es gibt kein Lag. Und es ist relativ schnell das Spiel. Und man muss sich konzentrieren. Weil, wie ihr seht, die Tore sind halt auf eine Eigenart, also, ach Mist, jetzt bin ich hier vorbeigelaufen. Weil man muss nämlich hier an der Seite rangehen. So, und jetzt, nein, 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 fast hätte ich es geschafft. Warte mal, das will ich doch gerade schaffen. Warte mal, ich muss jetzt hier runter, rüber. Also man muss sich das schon ein bisschen merken. Aber das Spiel ist recht fair. Also ich muss sagen, dass, ich war schuld. Also, ich habe dann Fehler gemacht und mich nicht konzentriert. Und oh, jetzt habe ich wieder geschlafen. Jetzt war ich schon zu langsam. So. Moment. Ne, dann kommt man hier runter. Dann muss man... nein. Ah, jetzt habe ich das eingesammelt. So, dann hier. Oh, da ist ein Fließband. So, warte, 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 warte. Nein, wie komme ich denn da hinten durch? Nein, ich muss auf der anderen Seite. Warte mal. Da, hier, runter. Da, da. Ja, lauf, lauf, Forest. Nein, da hinten. Da. Ja, ich habe es geschafft. Cool. Cool. Ah, jetzt habe ich auch verpennt. Ich hätte oben anfangen sollen. Jetzt muss ich mich wieder hier... Ach, jetzt bin ich in die Falle getappt. Und... Ach, dann kommt man hier weiter. So, nein! Man kann beim Fließband nur in die eine Richtung vom Fließband laufen. So, und jetzt habe ich einen Stein vergessen. Und wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ach, ich muss dann hier zum Tor. Da komme ich dann hoch. Und dann... ja, okay. Also man muss sich die Level merken und man kann das durchaus üben. Also das ist, das Spiel hat mir jetzt echt gut gefallen. Ja, das ist jetzt, warte mal, das war Robin at Ravenwreck. Das schreibe ich mir mal gerade auf.
Ja, das war also wirklich ein tolles Listing damals. Aber mit einer 8 Kilowatt Speicherweite, da waren es dann schon einige Seiten, glaube ich. Also I'm speakless, ja, genau, weil es gibt ja halt dann auch hier noch so gewisse Motivationssprüche. Fand ich auch nett. Also jetzt, ihr meint jetzt wegen dem Englisch, dass es halt nicht so doll ist. Ja klar, okay. Das ist jetzt auch von, das ist ja eine deutsche Computerzeitschrift geschrieben. Ich bin sprachlos, I'm speakless, ja. Aber ich fand trotzdem so die Motivation, da gab es ja immer zwischen den Levels so Motivationssprüche und das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, hallo, Galu. Ja, es ist das beste Spiel bis jetzt. Zumindest am spielbarsten. So, und jetzt kommen wir von Robot. Von BW Shooten. Ist leider... nee, es ist kaputt. Es ist nur ein Part vorhanden. Da können wir bis drüber springen. Robot Riot von Denial. Moment. So... okay, hier sieht es aus, dass man eine Speicherweiterung braucht. Da geben wir mal 8 Kilobyte Speicher, weil das ist halt die gängigste immer gewesen. Nee. Dann machen wir mal 16 Kilobyte. Also, nee. Es geht nicht. Dann probieren wir mal. Ich probiere mal 24 Kilobyte. Nein. So, dann die 3 Kilobyte hat man noch nicht. Und wenn das nicht geht, dann probieren wir mal den originalen Commodore-Kernel. Ah, Moment, hat das geladen jetzt? Nee, Moment, nee. Oder habe ich das jetzt... Nee, der lädt das nicht rein. Nee, dann probiere ich jetzt mal das originale Commodore-Kernel. Das kann halt auch manchmal dann der Grund sein, warum die Spiele nicht gehen. Ja, seht ihr? So, das ist auf... Da seht ihr auch, das Spiel ist modern. Weil, am Titelscreen. Weil, dafür, das hätte nie ein Programmierer Anfang der 80er für den VC20 gemacht, ja? Dann hätte man einfach nur den Zeichensatz genommen und dann was... drauf reingeknallt, also im Standard Commodore-Zeichensatz. Und hier ist ja jetzt, dieser Schriftzug ist ja sogar gepixelt. So, was muss ich jetzt machen? Ich kapiere das Spielprinzip nicht ganz. Ah, warte mal. Ach, ich bin ein Raumschiff und es geht dauernd hin und her und ich kann egal welche Taste drücken und dann schießt man automatisch. Game over. Ja, und jetzt nochmal, einmal probiere ich noch. Nur es ist schlecht programmiert. Weil das Raumschiff bleibt bei jedem Schuss stehen. Oder alles bleibt stehen. Die Grafik blockiert. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das von 2020 ist. Also oft ist es ja dann so, dass irgendwelche Programmierprojekte, die dann in meiner Schublade lag, dann von den Leuten noch mal rausgebracht wurden. Ja, finde ich jetzt nicht so gelungen. Machen wir mal den Epilog auch nochmal. Ist wahrscheinlich das gleiche. Kann man jetzt mit dem Joystick spielen? Nee. Keine Ahnung. Ja, okay, dann, das war's jetzt damit. Robot Riot. Rocket Command. Ein finnisches Spiel.
Ja, okay, man muss. Interessanterweise hat das eine ähnliche Spielmechanik wie Robot Riot. Und zwar, man muss eine Taste drücken und dann wird einfach nur immer eine Rakete abgeschossen. Ja, und man muss halt dann. Oh, das ist aber echt schwer. Das ist ja echt sowas von übel. Ja, einen habe ich jetzt. Ja, das ist halt so ein Highscore-Spiel. Also, ja, auch in der Schublade so die ersten Programmiererfahrungen. Wobei, es ist scheinbar doch relativ populär gewesen, weil im TOSEC gibt es hier 6 Einträge. Jetzt kommen wir zu Rocky Island. So, da brauchen wir wahrscheinlich eine Speicherweiterung. Das wurde im TOSEC auch nicht kommuniziert, leider. So, ja, es geht jetzt. So, auf ein. Ja, ein Text-Adventure. Ja, Text-Adventure. Nein. So, jetzt kommt Rumu. Was? Rumu Rally? Mit 3 Kilobyte Speicherweiterung. Sind auch wieder diese Exoten. Ich frage mich, ob es damals wirklich Leute gab, die auch mehr als eine Speicherweiterung hatten. So, er lädt und lädt. So. Okay, mit dem Joystick geht das nicht. Also es gibt Tankstellen, die sich bewegen. Und man muss irgendwie die Tankstellen schon mal fangen. Aber ich bin das nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man steuert. Das Steuerungsproblem. Ah, da ist jetzt was da hinten. Ja, irgendwie. Ja, okay, also. Man hat's mal gesehen. Also, ich finde, Spiele ohne Joystick sind auch damals echt schwierig. Und jetzt Rotation. Oh nee, Leute, also man muss sich jetzt so ein Spielbrett irgendwie vorstellen. Also das ist jetzt. Nee. Das ist zu viel des Guten. So, Box 2. Yay! Juhu! Das ist doch noch ein schöner Abschluss. Rox 2, das ist jetzt ein Titel von Jeff Minter von Llamasoft. So. Da können wir nochmal beide Titel mal direkt anspielen. Ja, was muss man hier machen? Also, man muss es mit Tastatur spielen. Ein Spiel von Jeff Minter mit Tastatur, das ist mir auch noch nicht untergekommen. Okay, ah, ich habe jetzt hier VBN, damit kann man irgendwie den Winkel steuern. Also man ist irgendwie eine Mondbasis und muss dann halt... so komische... Asteroiden abschießen. Oder man muss einfach gucken, dass der nicht in die... Ach, der darf nicht in die Mondbasis knallen. Ich glaube, das reicht dann schon alle. Man muss sie gar nicht abschießen. Okay, also ich muss jetzt sagen, das ist... ich verstehe nicht ganz so das Konzept, aber eines der schlechteren Jeff Minter-Spiele bis jetzt. Weil es ist halt nicht sehr gut steuerbar, beziehungsweise... Okay. Das muss aber ein ganz, ganz früher Titel gewesen sein. Ja, ich treffe jetzt die Dinger. Also wenn man diese Asteroiden abschießt, dann kriegt man noch mehr Punkte. Man darf halt nicht getroffen werden. Oh ja, jetzt geht's aber. Aber ich muss...
echt sagen, ich habe das noch nie davon gehört und ich kenne das Spielkonzept auch gar nicht. Ich bin jetzt mal gespannt auf Rox 3, ob da Jeff Minter das Ganze verbessert hat. Ich glaube, er hatte eine Idee gehabt und er hat ja auch dann oft dann was reifen lassen. Ach, Atlantis kannte ich jetzt nicht von Jeff Minter, nee. Danke, Oliver. Warte mal, ich mach mal das nächste Spiel, also das Rox 3. Also oft hat er ja, achso, jetzt muss man 8 Kilobyte Speicherweite. Und da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass das halt eines der ersten Projekte war, wo er noch nicht so gut in der Materie drin war. Und jetzt hat er einen Rox 3 mit 8 Kilobyte Speichererweiterung. Und das könnte, also ich wette, jetzt geht's mit Joystick. Ja, schaut mal, da gibt's auch schon das Intro mit LamaSoft, dem schönen Lama. Jeff's Lama says, press return. So. Nee, man kann immer noch nicht. Ach, und jetzt kommen Lamas angeflogen. Okay, man hat 3 Richtungen. Oh, nee, 4. Moment. Aber jetzt fliegen da wirklich Lamas runter. Und die drehen sich auch ein bisschen. Und die Raketen sehen jetzt auch wie Raketen aus. Ach, man hat eine Smart Bomb. Wenn man C drückt, das ist eine Smart Bomb. Da hat man aber nur ein paar. Ja, aber schaut mal, da fliegen kleine Lamas runter auf dem Mond. Ist das nicht süß? Das sind Lamas, die da fliegen. Also es gibt manchmal so Stellen, wo man sieht, dass die einen Kopf haben. Also ich wette, das waren Lamas. Oder Hühnchen. Das können auch Hühner sein. Also bei Jeff Minter wäre eigentlich alles zu erwarten. Also ich bin für Lamas. Ja, die fallen runter, genau. Also es werden Lamas auf den Mond geschmissen. Und man muss den Einschlag in der Mondbasis verteidigen. Hat auf jeden Fall was von der Story. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier wieder mal einen Jeff Minter-Klassiker mal abgearbeitet. Das ist schön, so alle 2 Folgen ein Spiel von Jeff Minter. Obwohl, letztes Mal hatten wir ja Redman von Jeff Minter. Und jetzt Rox. Und was interessant war, dass er halt wirklich viele Spielprinzipe dann auch wieder neu rausgebracht hatte. Der Oliver hat gesagt, Atlantis war auch so ähnlich. Ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht auf Atlantis aufbaut. Ja, dass er das dann halt ein bisschen noch verfeinert hat, das Spielprinzip und besser gemacht hat. Und ich muss sagen, es geht eigentlich. Also, man kann es spielen. Und es ging ja damals bei Jeff Minter immer nur um die Highscore. Also, die meisten Punkte hat, der war dann der Held. Und, ja, Your Score 5500. Ja, Jeff's Lama says press return. Hat auf jeden Fall was. Ist Atlantis neuer? Weißt du das rein zufällig? Ich guck mal gerade. Ja, es ist zumindest ein Klassiker, weil wir wissen ja alle, was aus Jeff Minter geworden ist. Der ist ja seinen Lamas treu geblieben. Und ich guck mal gerade hier, Jeff Minter Atlantis, von wann das Spiel war. Moment, Atlantis. Ich krieg das jetzt auf die Schnelle gar nicht raus. Ja, also. Nee, Atlantis. Moment, ich guck mal gerade hier nochmal. Atlantis. Nee, ich krieg's jetzt auf die Schnelle nicht. Auch von 82 Atlantis. Dann müssten wir.
Ja, Jeff Minter macht immer noch irgendwas aktuell. Der hatte, ich spiele auf der. Moment mal, was, wo ist denn hier die Diskografie von ihm? Oder wie heißt das denn, die Gamografie? Ich weiß auch gar nicht, was sein letztes Spiel war, aber ich habe auf der Xbox einige Spiele von ihm. So. Auf jeden Fall bin ich damals über Jeff Minter oft gestolpert. Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht, was sein letzter Titel ist. Ja, Moose Live, das kann sein. Wie hieß denn das andere jetzt mit dem Parodius? Parodius? Oder Moment mal. Nee, nicht Parodius. Da verwechsel ich das jetzt. Das mit dem Tunnel. Man muss mal gerade. Polybius, genau, nicht Parodius, das war aber auch ein lustiges Spiel. Polybius, genau. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ja, 2020, das Moose Live, ja, das kann sein. Das habe ich auch. Aber ich muss zugeben, ich habe bei Jeff Minter Spiel ein Problem. Ich kann mir nie merken, also die Verbindung zwischen Titel und den Spielen, weil irgendwie sind die halt alle relativ ähnlich, chaotisch, verwirrend. Und es ist so kompliziert, sich dann die zugehörigen Spiele dann auch immer zu merken. Das ist halt echt problematisch. Wieso soll er sich beschweren, dass ich über ihn stolper? Also, wie gesagt, Jeff Minter hat ja auf dem VC20 mitunter seine Wurzeln gehabt und verdammt viele Spiele da veröffentlicht. Also der war sehr fleißig. Und natürlich stößt man halt auf dem. Und was halt auch wirklich, was man merkt, dass die Spiele halt sehr gut spielbar sind und auch jetzt so von der Action her ordentlich programmiert. Also sie sind halt auch ziemlich flott geschrieben. Ja, man kann die also gut spielen, guter Spielfluss. Und das sind halt echt Highlights, die herausstechen. Also wenn man jetzt auch mal sieht mit diesem Spiel mit primitivst Grafik, ja, das ist halt. Also sowas könnte ich mir zum Beispiel auch in den frühen 80er Jahren auch in der Spielhalle vorstellen, sogar fast. Okay, nicht jetzt vielleicht dieses Rocks. Ich fand das jetzt eher, also nicht so doll. Also jetzt nicht ganz so gut. Aber am heutigen Abend war es auch schon einer der guten Spiele. Wahrscheinlich nicht sogar, also wenn nicht sogar das Beste. Atlantis wurde für den Atari, für welchen Atari wurde es produziert? Für den VCS? Ja, also ich möchte jetzt dem Jeff Minter nichts unterstellen, aber der hat wahrscheinlich mal das ein oder andere Mittel ausprobiert, um halt besonders gute Visionen für Spiele zu bekommen. Da bin ich auch überzeugt, weil ich glaube, das ist, also man sollte die Spiele nicht spielen, wenn man Epilepsie hat. Das ist tödlich. genau, also Atlantis für das VCS. Ja, also ich muss es auch irgendwann mal spielen. Ich kenne das noch gar nicht. Ja, da würde ich mal vorschlagen, da machen wir jetzt hier mal einen Cut, weil wenn es am schönsten ist, sollte man immer aufhören. So eine Regel, weil ich habe echt Angst, ich gehe jetzt zum nächsten Spiel und dann kommt wieder so voll die Gurke und dann kann ich nicht gut schlafen. Ja, genau, also Oliver, da gebe ich dir recht. Also bei modernen Jeff Minter-Spielen kann man sich auch nur rausspielen. Ich glaube, ich muss auch mal hier so einige moderne Spiele mal anspielen von ihm. Ist auf jeden Fall spielenswert. Und ist aber nicht für jeden etwas, weil es sind halt so moderne Arcade-Spiele. Und ich glaube, viele Leute, die verstehen die halt auch falsch, beziehungsweise man muss damit aufgewachsen sein. Anders kann man die, glaube ich, nicht ertragen.
Genau, man soll aufhören, wenn es Jeff Minter ist. Ja, also wenigstens mal eine, auch mal einen, ja, jemanden, der hervorsticht, damals in den frühen Tagen der Computerspielergeschichte. Und ja, also für mich ist Jeff Minter so ein kleiner Held, weil ich habe damals halt wirklich, also als ich das erste Mal diese Spiele von Jeff Minter in der Hand hatte auf dem VC20, da habe ich echt gedacht, wow, das ist ein anderes Level. Und ich glaube auch, wahrscheinlich waren es damals auch meine ersten Raubkopien, die ich dann irgendwann mal bekommen hatte, weil ich war mir auch nicht bewusst, ja, dass das halt kommerzielle Spiele waren. Ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht, wie Jeff Minter damals die Spiele überhaupt vertrieben hatte. Ob es die in Deutschland zu kaufen gab, ich weiß es nicht. Ja. Gut, ja, dann war schön mit euch. Es ist immer toll, auch gerade in so einer schweren Zeit hier mit euch dann zusammen ein bisschen zu streamen und einen schönen Abend zu haben und sich an alte Zeiten zurückerinnern. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dranbleiben. Es kommt gleich Schrott zum Sonntag. Und ja, dann könnt ihr gleich dann mit Michael den heute genießen. Ich denke mal, Michael ist heute wieder dran. Und ja, dann dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.